Hallöchen ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, endlich mal wieder. Ja, wir haben uns jetzt eine ganze Zeit lang nicht gehört. Ich habe gedacht, tatsächlich nach der Hochzeit wird es ein bisschen entspannter, aber aufgrund meiner neuen Stelle kam ich dann einfach nicht mehr viel dazu, um großartig im Garten was zu machen und es war einfach irgendwie viel los und demnach wollte ich dann auch nicht notgedrungen irgendwie was dahin klatschen an Video, sondern ja, meine Freizeit auch ein bisschen einfach zum Entspannen nutzen. Deswegen hoffe ich, ihr verzeiht es mir, dass wir uns so lange nicht gehört haben. Jetzt ist aber Ende November und ich dachte, ich muss euch dringend nochmal mit in den Garten nehmen und euch mal ein kurzes Update geben. Ich war super lang nicht hier. Es sieht dementsprechend aus, aber das zeige ich euch jetzt und wenn ihr Bock habt, dann bleibt wie immer gern dran. Ja, der Herbst ist auch im Garten eingekehrt, dementsprechend sieht es hier aus. Die ganzen Blätter sind abgefallen vom Wein, von der Rose etc. Hier ist alles verblüht mittlerweile. Der Farn lässt langsam den Kopf hängen und auch hier, was da an Pflanzen war. Ihr seht, es ist auch alles ein bisschen zugewuchert. Dementsprechend sieht dort alles ein bisschen wüst aus. Hier auf der Seite ähnlich. Das Unkraut wächst hier in unserem Kräuterbeet, haben wir noch sehr, sehr viel Rosmarin, Salbei und auch Thymian. Da werde ich nachher mal ein bisschen was mitnehmen und das Trocknen für den Winter als Tee oder das hier auch für Rosmarinkartoffeln etc. Hier auf der Seite, da ist auch tatsächlich einiges gewachsen an Unkraut und Rasen, aber ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, das vor dem Winter jetzt noch alles wegzumachen. Deswegen lasse ich das stehen. Der Rhabarber ist auch über. Hier stehen noch zwei, drei ganz vereinzelte Kohlrabis. Die lasse ich auch einfach mal drin. Ich meine, die wachsen jetzt wahrscheinlich nicht mehr großartig, aber ich glaube, es schadet jetzt auch nicht. Ansonsten, der Rest der Felder ist leer. Ich hatte hier schon vor, ich glaube, einen Monat mal umgegraben mit unserer elektrischen Bodenhacke, wobei auch jetzt natürlich einiges schon nachgewachsen ist an Unkraut und Rasen. Die Seite hier, die habe ich nicht umgepflügt. Hier stand ja noch eine ganze Zeit lang der Rest Tomate, beziehungsweise das habe ich, glaube ich, umgegraben, aber auch da ist jetzt einiges nachgewachsen. Schreibt mir da gerne mal in die Kommentare, wie ihr hier verfahren würdet. Ob so lassen über den Winter oder nochmal vorher umgraben. Genauso hier, da hatte ich glaube ich auch umgegraben, aber es wächst halt super schnell nach. Der Spitzwegerich steht hier noch, auch da werde ich gleich auf jeden Fall ein bisschen was mitnehmen zum Trocknen, denn das ist super für Husten. Ja, und ansonsten ist das Gemüsebeet eigentlich hier recht unspektakulär. Auch hier ist nicht so viel passiert. Da wachsen ein paar Löwenzahn, die muss ich mal rausmachen, aber sonst sieht es eigentlich recht wüst alles aus. Wir haben hier die letzten Tage noch so ein bisschen was aufgeräumt. Das Einzige, was jetzt hier noch ist, so ein bisschen an Grünschnittzeug und so weiter noch von den letzten Malen, das müssen wir noch wegnehmen. Aber ansonsten geht es jetzt hier so weit hier vorne erstmal. Und da mache ich auch jetzt nicht großartig was. Wir haben übrigens zur Hochzeit zwei Apfelbäume bekommen und einen Olivenbaum und auch eine Weinrebe. Die zeige ich euch jetzt mal. Und zwar als erstes einmal die Olive. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, hier auf der Stelle direkt neben mir stand normalerweise unser Buchsbaum. Und der liegt jetzt hier hinter mir. Der hat uns nämlich, ich glaube, vor ungefähr anderthalb Monaten einen Kumpel geholfen, den Buchsbaum rauszureißen. Der hat mich eh genervt. Ich fand den nicht schön und da waren die ganzen Raupen andauernd drin. Diese Buchsbaumraupen, keine Ahnung, wie die heißen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und an der Stelle haben wir jetzt hier unsere Olive hingestellt. Finde ich einen sehr, sehr schönen Platz. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Erfahrung mit Oliven. Die sind jetzt hier mittlerweile so rot. Hier seht ihr es. Ich weiß tatsächlich nicht, kann man die jetzt schon ernten oder nicht. An alle Olivenkenner, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe auf jeden Fall gelesen, dass man das mit einem Vlies oder sowas abdecken sollte, damit die
nicht kaputt geht über den Winter. Wir haben aber auf jeden Fall Empfehlungen bekommen, dass wir die ohne Bedenken jetzt auch hier schon einpflanzen können. Wie gesagt, nur ein Vlies drüber. Ich weiß jetzt tatsächlich nur nicht genau, ob ich die Oliven jetzt schon ernten soll vor dem Winter oder nicht. Ja, dann haben wir von unseren Gartenfreunden hier aus dem Vorstand diese Weinrebe hier geschenkt bekommen zur Hochzeit. Und zwar ist das eine rote, da habe ich mich super drüber gefreut, denn wir haben ja hier hinten bei uns da eine helle Traube und ja, ich mag eigentlich rote viel lieber, deswegen ist das super lieb und das haben wir bekommen. Ich muss mal gucken, oder wir müssen zusammenschauen, Sascha und ich, wo wir die am besten hinpflanzen. Wir haben auch die Empfehlung bekommen, das jetzt noch vor dem Winter zu machen. Das wäre wohl der richtige Zeitpunkt. Hier ist ja, wie gesagt, die andere Rebe. Und Sascha wollte eigentlich gerne diese Rose hier um den Bogen rausmachen. Wobei das halt hier echt ziemlich verknotet ist. Also keine Ahnung, ob er da noch Bock hat, das jetzt in den nächsten anderthalb, zwei Wochen irgendwann zu machen. Dann könnten wir die nämlich dort einpflanzen. Wobei hier auch eine Rose ist. Ist natürlich schöner, wenn der ganze Wein dann hier rumwächst. Aber man könnte halt vielleicht zuerst die rausnehmen. Und es dauert ja sowieso ein bisschen, bis der Wein ja, gewachsen ist. Von der Größe her. Dann könnten wir den auch hier rumleiten und die andere Rose hier irgendwann anders rausmachen. Ich weiß es noch nicht genau, ich werde das mit Sascha nochmal besprechen. Hier liegt, wie gesagt, der Buchsbaum noch, müssen wir dann entsorgen, aber bisher keinen Bock und keine Zeit gehabt. Aber ich nehme euch jetzt hier noch einmal mit rum und zeige euch noch die Apfelbäume, so. So, und zwar steht hier in diesem runden Bereich, sage ich mal, hier stand ja damals der Pool, der erste Apfel, den haben wir jetzt hier hingepflanzt, das ist ein Elster. Und ja, ich glaube, der wird nicht ganz so groß, irgendwie Halbstamm oder so, wenn ich mich da jetzt nicht täusche. Und wir haben gedacht, wenn der dann hier praktisch so ein bisschen von der Größe herüber wächst, dann ist hier noch Platz, um hier liegen etc. hinzustellen. Und ja, steht dann so ein bisschen mehr oder weniger in der Mitte. Und die andere Sorte, die wir bekommen haben, ist Berlepsch. Den haben wir jetzt hier hingepflanzt. Der ist schon ein bisschen größer. Aber auch der wird, glaube ich, nicht so super groß. Aber Kenner bin ich da auf jeden Fall nicht. Der ja, steht jetzt hier auf der Seite. Das heißt, wir haben jetzt da den einen und hier den anderen Baum hingepflanzt. Ja, dann hat es hier leider beim letzten Sturm irgendwie uns den halben Flieder rausgerissen. Da muss ich jetzt gerade hier schon ein bisschen was wegschneiden. Der war nämlich hier irgendwie an einer Seite da abgebrochen und hing hier so halb runter, als ich gerade gekommen bin. Natürlich nicht so schön, aber gut, wir hätten ihn sowieso schneiden müssen, weil der ziemlich groß wächst. Aber jetzt ist so ein Stück aus der Mitte rausgebrochen, das ist natürlich ein bisschen doof, aber gut. Kann man jetzt auch nichts machen. Ansonsten gibt es hier erstmal soweit auf der Seite nichts Neues. Die ganzen Stauden sind verblüht. Ich habe aber ehrlich gesagt noch keinen Bock, die alle rauszumachen, deswegen bleiben die jetzt hier erstmal drin. Ja, hier ist noch unsere restliche Rose. Coolerweise hat der Kumpel, der uns die Olive und die Bäume gepflanzt hat oder geholfen hat zu pflanzen, der hat hier sich Hagebutten ernten dürfen als Dank. Ich wusste tatsächlich überhaupt nicht, dass man die benutzen kann. Damit habe ich mich nämlich noch gar nicht beschäftigt und er hat daraus Hagebutteneis gemacht. Richtig, richtig cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr schon mal Hagebutteneis gegessen habt. Ich nämlich noch nicht und das war wirklich, wirklich lecker. Ja, dann haben wir hier noch unser Hochbeet. Auch hier ist eigentlich nicht viel passiert. Wir hatten ja ein paar Rhabarberblätter da reingeworfen. Die sind jetzt langsam hier am Verrotten. Und wenn es dann soweit ist, im Frühjahr und wir da wieder neu pflanzen, da müssen wir auf jeden Fall wieder Erde aufschütten, denn die ist hier wieder schon ein ganzes Stück abgesackt. Und dann schauen wir mal, was da dann im nächsten Jahr drin wächst. Ja, im Haus ist tatsächlich nicht ganz so viel passiert. Wir haben jetzt auch uns dafür entschieden, das dann im nächsten Jahr weiterzumachen.
hat alles ja, sich doch ein bisschen verzögert in diesem Jahr, auch mit der Küche. Wir wollten ja eigentlich schon fertig sein, aber aufgrund der Hochzeitsvorbereitungen ja, gab es dann einfach andere Prioritäten. Ist aber gar nicht schlimm, wir wollten uns ja sowieso keinen Stress hier machen. Wir werden dann im Frühjahr, ich weiß nicht, März rum vielleicht, April, wenn es ein bisschen wärmer wird, die Küche bestellen und die dann endlich einbauen. Und dann können wir auch die Möbel holen. Alles andere ist ja soweit erledigt. Der Boden ist fertig, die Wände sind fertig. Und dann ja, können wir hier hoffentlich auch mal ein bisschen mehr ja, kochen und chillen etc. Das war ja in diesem Jahr auch immer noch alles ein bisschen ja, schwierig und provisorisch. Aber gut, das ist halt manchmal einfach so, dass sich das ein bisschen zieht. So, ich habe jetzt hier gerade mal noch den Apfelbaum und auch den Apfelbaum an eine Stange festgebunden. Das hatte ich nämlich bisher nicht gemacht und wenn es jetzt im Winter ein bisschen mehr windet etc., dann stehen die ein bisschen sicherer und die Wurzeln wackeln hier nicht so rum. Das ist zwar, glaube ich, nicht so ganz optimal, aber es waren jetzt so die einzigen Stangen, die ich hier gefunden habe. Ich hoffe mal, das ist okay so. Einfach, dass er nicht umkippt, wenn es irgendwie winden sollte. So, ich habe mir jetzt hier Thymian, Salbei, Rosmarin und Spitzwehrgericht geerntet. Und ich habe jetzt eine Tüte mitgenommen, das werde ich jetzt einmal einpacken und dann trockne ich das zu Hause und mache daraus Tee. Also aus dem Rosmarin nicht, aber aus Salbei, Spitzwehrgericht und Thymian mache ich Tee. So, ich werde mich jetzt auf jeden Fall einmal wieder auf den Heimweg machen. Es ist nämlich richtig kalt und meine Füße sind langsam abgefroren. Demnach ja, brauche ich dringend ein bisschen Wärme und ja, mal gucken, was jetzt so in den nächsten 2 bis 3 Wochen hier noch im Garten passiert. Ich glaube nicht ganz so viel, aber ich werde auf jeden Fall mit Sascha einmal sprechen müssen wegen der Weinrebe. Da hatte ich ja gerade schon ein bisschen erzählt. Mal gucken, was wir da machen. Ansonsten ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch so geht. Wir haben uns ja lange nicht gehört, was es bei euch so Neues gibt, was ihr gerade vielleicht im Garten noch macht, was ich vielleicht auch noch machen sollte und gerade nicht so auf dem Schirm habe. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich habe tatsächlich ein paar Ideen noch, weihnachtstechnisch. Schreibt mir aber auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr irgendwas Bestimmtes jetzt im Dezember an Videos sehen wollt, ob ihr irgendwo drauf Bock habt. Vielleicht irgendwie ein bestimmtes Rezept oder so, oder ob ich euch allgemein so ein bisschen mit durch unsere Weihnachtszeit nehmen soll. Dann mache ich das natürlich gerne. Also ab mit euren Ideen und Wünschen in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht mehr und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!